Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich stehe auf der Straße und dieses Video wird wahrscheinlich... Das ist jetzt nicht dein Ernst, Julian. Ich versuche hier mein Intro zu drehen. Dieses Video wird wahrscheinlich mein peinlichstes Video auf der ganzen Welt, was ich hier gedreht habe. Und eigentlich ist es mein erster Public Prank, der auf diesem Kanal entsteht. Denn ich habe euch nach richtig peinlichen Aktionen gefragt. Und die werde ich jetzt quasi so mutprobenmäßig in diesem Video umsetzen. Ich weiß selber noch nicht, was ich gleich alles machen werde. Denn Julian hat die ganzen Aufgaben rausgesucht. Und ich erfahre immer nur kurz davor, was ich jetzt gleich eigentlich machen muss. Aber im Grunde genommen geht es um peinliche Einkaufssituationen. Also ich gehe davon aus, ich muss peinliche Dinge kaufen oder peinliche Sachen dabei sagen. Lasst uns überraschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ich würde sagen, los geht's. So, Bibi, erste Aufgabe. Und zwar, gehe in eine Apotheke, also hinter dir, und sage zu dem Verkäufer, dass du heute Abend, oder Verkäuferin, dass du starken Durchfall hast und heute Abend einen Termin hast und ein Pflaster haben möchtest, damit du nicht auf Toilette musst, und klebst dir dann dein Po damit zu. Boah, das ist so krank! Nein! Ja. Also du musst aber auch wirklich auf das Pflaster dann kochen. Wie cool ich einfach eben gesagt habe, ja, ich mach das, das ist mir nicht so peinlich. Und jetzt die erste Aufgabe, ich habe schon gar keinen Bock mehr auf das Video. Doch, komm, ja, okay, nein, warte, Pflaster. Lass mich mal sagen, irgendwas gegen Durchfall, ein Pflaster zum Po zu kleben. Du hast einen dringenden Termin und brauchst ein großes Pflaster. Weil du halt heute Abend nicht auf Klo kannst, weißt du? Ja, okay. Aber jetzt nicht irgendwie Medizin oder Tabletten oder so. Ja. Okay, komm, dann geh. Die weist mich in die Irrenanstalt ein. Nein, hol dir das Pflaster jetzt. Okay. Also ein Durchfallpflaster praktisch. Hallo. Das ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe extrem Probleme mit dem Durchfall im Moment. Und ich habe heute Abend einen ganz wichtigen Termin und dann kann ich wahrscheinlich sehr lange nicht auf Klo gehen. Ich habe im Internet mal ein bisschen nachgelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt wohl so ein Pflaster dagegen, was man sich quasi auf dem Po-Loch kleben kann. Darf ich Ihnen dazu was sagen? Ja. Lassen Sie das. Ne? Gar nicht erst versuchen mit so einem Pflaster oder mit so einem Blödsinn. Ich würde, wenn es raus muss, dann muss es raus, dann hat das einen Sinn. Ja, das weiß ich, ja. Aber manchmal geht es einfach nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Pflaster helfen wird. Wie wollen Sie das machen? Ich weiß nicht, das Druck ist... hält das wahrscheinlich gar nicht stand. Wenn man Durchfall hat, dann ist der Druck wirklich ja. Ja, das Problem ist, ich vertrage viele Medikamente nicht so gut, deswegen dachte ich so, mega starkes Pflaster oder so. Vor allen Dingen, wenn sowas so ist, es kann natürlich sein, dass dieser Druck so stark ist, dass sie vielleicht eine Risse bekommen im Analbereich. Sowas kann sich entzünden, wenn natürlich sowas so stark ist. Danke für den Termin morgen. Vielen Dank. Tschüss. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Oh mein Gott, das war so peinlich. Das war so peinlich. Die hat behauptet am Ende, dass sie das Pflaster kennt, aber mir davon abraten würde. Ich habe jetzt gerade ernsthaft Verstopfungstabletten gekauft. Boah, Julian, das war glaube ich, wirklich das Peinlichste. Die ganze Apotheke war am Ende voll. Alter, da waren nachher 10 Leute drin. Das schenke ich dir. So, wir sind an der zweiten Location angekommen. Ich stehe vor einem Supermarkt und bin schon sehr gespannt, was ich jetzt machen muss. Also, Julian. Okay, die zweite Aufgabe ist, du gehst jetzt da rein, nimmst eine Kirsche oder eine Erdbeere, je nachdem, was wir gerade im Angebot haben, legst die da vorne hin, ohne Tüte, ohne alles, und kaufst die. Eine einzige Kirsche. Hört sich gar nicht so schlimm an, ja, aber du sagst dann, dass du gerne mit Karte zahlen würdest. Dein Ernst? Komm, aber die kleinste Kirsche. Ja, aber eine Kirsche kostet einen Cent vielleicht. Yes. Okay, ich gehe rein und kaufe irgend... Und wenn, schau vor, es gibt nur Blaubeeren, dann kaufe ich eine Blaubeere. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Aber wenn die dann sagt, das ist zu wenig, kann ich dann auch zwei oder drei nehmen? Du nervst echt. Kann ich das auch mit Karte zahlen? Das ist real auf die Aktie. Wirklich? Okay, gut. Dann hätte ich es gerne mit Karte gezahlt. Sorry. Oh, ich bin mir noch nicht immer 14, die Flaschkarte. Tut mir leid. Dankeschön. Wie teuer? 4 Cent.
4 Cent, ich hab's mit Karte gezahlt. Ich habe gerade 4 Cent mit Karte gezahlt. Ey, das ist schon, weißt du, was die Frau, die... Mir aber schon hab ich 4 Cent. Die Frau, die vor mir an der Kasse stand, ne? Die Frau, die vor mir an der Kasse stand, die hat ihr ganzes Zeug draufgelegt. Ich leg so meine Pflaumen da drauf, die guckt die Pflaumen an. Die guckt mich an, die guckt die Pflaumen an. Die dachte auch, ich bin völlig gestört. Boah, ich bin so innerlich voll am Zittern, weil das so aufregend ist. Aber ich finde, das geht 4 Cent für eine Pflaume. Finde ich gut. Lass uns weitermachen. Okay, wir stehen vor der nächsten Location. Es geht an die nächste Aufgabe. Dieses Mal durfte sich der liebe Tim, unser Kameramann für heute, auch einen Instagram-Kommentar aussuchen. Also bitte schieß los. Ich habe schon etwas sehr Unschönes in deiner Hand entdeckt. Oh yes. Und zwar haben wir jetzt gerade was geholt. Denn, die Aufgabe lautet, dass du jetzt in einen Drogeriemarkt reingehst, dort zu der Kondomabteilung gehst. Ich hab's gewusst! Und dann die Verkäuferin fragst, ob du mit diesem Utensil hier mal das Produkt testen darfst. Das ist so peinlich, das kann ich nicht machen. Das hätte nicht mal ich gemacht. Übertreib doch nicht. Komm, ist aber gerade jetzt keiner drin. Ja komm, geh du doch rein. Wenn du das machst, dann hast du die Eier des Jahrtausends. Oh Mann, ich trau mich das nicht. Aber das geht doch gar nicht und es ist auf. Dann kann man es doch... Boah, Leute, ihr bringt mich echt, Wenn ich dafür keinen Daumen hoch bekomme, dass ich gerade so Mut zeige, ja? Ich trau mich. Entschuldigung. Sorry, ich hoffe, ich störe Sie jetzt nicht. Ich habe eine Frage. Ja. Können Sie mir vielleicht ganz kurz da vorne einmal helfen? Ja, richtig. Okay, super, danke. Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich soll Kondome kaufen. Ja. Also die sind jetzt nicht für mich und ich weiß nicht, welche die richtigen sind. Ich wollte fragen, ob man die vorher auch irgendwie mal öffnen kann oder so. Da kann man gar nicht. Also aufmachen geht gar nicht. Okay, ja, also weil es ist jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich habe sogar eine Gurke mitgenommen. Nee. Oder so ein Pro, also dass man irgendwie so. Nichts, wo man irgendwie gucken könnte. So ein, das ist halt auch, okay, weil ich dachte, vielleicht gibt es irgendwie einen Tester oder so ein Testpaket nee, oder nein, sowas. Gar nichts. Das wäre mal eine gute Idee. Dann gucke ich einfach nochmal. Sorry. Nee, kein Problem, können Sie ja nichts für. Dankeschön. Gerne. Gleichfalls. Das ist so peinlich. Wieso nimmt mich jeder ernst? Wieso checkt keiner, dass ich den gerade pranke? Ich habe sogar die Gurke in meiner Tasche gezeigt. Ich habe die jetzt nicht mega peinlich rausgeholt, aber ich so, ja, ich habe sogar eine Gurke dabei. Hast du aber gut gemacht. Ich bin voll am Zittern die ganze Zeit, Mann. Ihr seid so scheiße. So, Leute, dann kommen wir auch schon zu meiner nächsten Aufgabe. Wir sind schon zum Baumarkt gefahren. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Aber erstmal, Leute, wenn euch das gefällt und wenn ihr Bock habt, dass ich davon nochmal einen Teil drehe, unbedingt Daumen nach oben und schreibt es mir in die Kommentare. Gerne auch in die Kommentare neue Aufgaben schreiben. Das wäre nämlich sehr cool. So, Julia, jetzt bist du wieder dran. Also, pass auf. Du gehst jetzt irgendwo hin in den Baumarkt und sagst, dass du irgendwas suchst, ob die irgendwas hätten gegen starken Haarwuchs. Denn du hättest einen sehr behaarten Rücken. Nein. Doch, doch, doch. Dein Rasierer hält halt nicht stand. Der Haarwuchsstärke deines Rückens. Lass mich verarschen. Und was soll ich danach holen? Ja, irgendwie, ob die so intensiv starkes Klebeband oder Schmirgelpapier oder sowas hätten. Da guckt sie. Deine Aufgabe, ne? Guck mal, wenn ich da reingehe und so eine Scheiße laber. Bis jetzt hat noch keiner, die hat sogar die Frage. Ja, das ist auch krank, dass das noch... Und der Apotheke hat dich ernst genommen. Och, Mann. Entschuldigung, ich habe ganz kurz eine Frage. Und zwar haben Sie ganz, ganz starkes Klebeband, was aber hautschonend ist. Also was wie so eine Art Pflaster. Immer so für Verbände und so weiter. Ja, also genauso ähnlich. Also das Problem ist ein bisschen peinlich, aber ich würde versuchen, mich damit zu enthaaren. Okay. Ja, es klingt ein bisschen komisch, aber meine Haarwurzeln sind sehr stark. Und wenn ich so normale Wachsstreifen benutze oder so, funktioniert das nicht. Und eine Freundin von mir hat das mal mit Klebeband probiert und die meinte, das wäre super gut. Aber ich will halt jetzt nicht keinen Hautausschlag oder so. Das Erste, was wir da haben, wäre das Panzertape. Das ist so ein Gewebeband. Ja. Tesa zum Beispiel, das klebt halt super stark, wird halt häufig auch für Autos und so genutzt. Ja, okay, aber das Problem ist halt nur, wie das jetzt auf die Haut reizt etc. Da habe ich natürlich keine Erfahrung gemacht bisher. Ne? Schade, hätte er sein können. Also ich würde es tatsächlich einfach mit Panzertape. Okay, wo finde ich das? Vorne an der Kasse. Super, vielen, vielen Dank. Danke, tschüss. So,
ich glaube, ich bin jetzt genug gequält worden. Julian, reicht's jetzt für heute? Hast du mega gut gemacht. Boah, ey, ohne Witz. Ich traue mich sowas immer, aber in dem Moment, ich bin innerlich immer so am Zittern. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Bitte gebt mir einen Daumen nach oben. Ich finde, ich war sehr mutig. Ich habe so peinliche Sachen. Machst du bei 150.000 neuen Teil? Ja, auch das. Also es macht mir auch Spaß. Machst aber 140.000 neuen Teil. Nein, jetzt hör auf. 150.000 Daumen will ich nach oben haben. Eine Sache muss ich noch dazu sagen. Und zwar, ich finde es so unfassbar krass. Ich dachte, keiner nimmt mich ernst. Egal, was ich den Leuten erzählt habe, egal, was ich gemacht habe, jeder hat mich einfach ernst genommen. Der hat mir gerade ernsthaft erzählt, dass er Klebeband auch als Pflaster benutzt. Das ist so ein... Okay, es war mega lieb, alle waren mega lieb, hilfsbereit, jeder hat mich ernst genommen, also richtig krass, hätte ich auf keinen Fall mit gerechnet. So Leute, das war's mit dem Video, schaut unbedingt jetzt bei Julians neuem Video vorbei. Was es ist, keine Ahnung, ich verlinke es euch in der Endcard und in der Infobox. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und bis dann, tschüss.